Ja, heute heißt es wieder Tischgespräch bei Mirkes. Bei mir war ja schon so einiges zu Gast. Es wäre jetzt auch müßig, die alle aufzuzählen. Sie wissen es zu Hause selber besser als ich, wer schon alles bei mir war. Heute haben wir Gäste, beziehungsweise einen Gast, eingeflogen per Eisenbahn quasi aus Dortmund. Soest. Und da hat eine lange Reise hinter sich, der Marcel. Und jetzt will ich wissen, magst du einen Kaffee? Gerne, ja, warum nicht? Ich mach das mal. Ich habe hier eine ganz moderne Hypermaschine stehen. Und die funktioniert sogar. Ja, ich finde, so ein Kaffee muss sein. Wer bei mir zu Besuch kommen soll, weder hungrig noch durstig wieder weggehen. Sag mal, du bist der Marcel von Sirius M. Und Sirius M. hast du erfunden? Bist du das? Oder ist da noch jemand bei? Sirius M und Marcel sind die einen und dieselbe Person. Und Sirius M ist halt mein Künstlername. Und wie gesagt, Sirius M gibt es jetzt seit 2007. Und ist jetzt gerade dabei, sich im Rap-Geschäft einen kleinen Namen zu machen. Und ein bisschen bekannter in Deutschland zu werden. Nun ist Rap zunächst ja erstmal ein Oberbegriff für Musik, die so aus dem Underground, damals aus Amerika rübergeschwappt ist und eigentlich mehr so Sprechgesang ist, ist es eigentlich so eher die Musik für diejenigen, wo es für den richtigen Gesang nicht gereicht hat? Das kann man nicht so sagen. Also alleine dieses Genre Rap, das verbindet so viele verschiedene Stilrichtungen. Man kann da Rock-Elemente mit einfließen lassen, Pop-Elemente, R&B, Soul. Und das ist gerade das Interessante bei Rap-Musik. Und man kann da auch mit der Stimme variieren, mit dem Druck der Stimme, mit der Stimmfarbe. Und das ist jetzt gar nicht so eintönig, wie manche denken. Also aber deutscher Rap, ne? Jetzt mal ganz unter uns hier, es guckt ja fast keiner zu. Eigentlich ist das doch eine, ich sag mal, ausländisch besetzte Domäne, oder? Man muss doch eigentlich schon schwarzes Blut haben, oder? Das würde ich nicht so sagen. Also du bist jetzt blond, ne? Ja. Die Sonne gerötet. Hip-Hop, das ist vielleicht in den USA entstanden, aber ich denke mal, jeder, der einigermaßen wortgewandt ist, der kann sich auch daran wagen. Also man muss natürlich ein gewisses Talent besitzen und eine gewisse Erfahrung, aber man kann sich auch vieles arbeiten. Was glaubst du, wie groß ist die Anzahl derer in Prozent jetzt, die wirklich mit diesem Rap tatsächlich auch schon richtig Geld verdienen können? Das ist eine schwierige Frage. Also in Deutschland so richtig gut davon leben, vielleicht, weiß ich nicht, 15-20% oder sowas. Also man kann nebenbei vielleicht ein bisschen was einkassieren, aber... Das heißt, du bewegst dich gerade noch im Bereich der 85%er, so, ja, aber möchtest gerne in diese Spitze aufsteigen? Auf jeden Fall, also man hat ja immer so sein Ziel vor Augen und man sollte sich auf jeden Fall auch ein Ziel immer setzen und das ist immer Luft nach oben und jeder fängt mal klein an und ich sag mal, man muss sich da auch aus eigener Kraft hocharbeiten, also wer keine Ziele hat, der hat sowieso schon verloren. Sag ich mal. Wir hatten ja gerade ein Ziel, dass du erstmal hier verköstigt wirst. So, jetzt gebe ich dir die hier rüber. Ja, Keks dabei, ne? Komm, ein Keks muss er. Ich selber gehe natürlich nicht leer aus. Da kommt jetzt gleich jemand hier und macht mir mal eben einen Kaffee. Ich glaube, dass wenn du alleine dieses Projekt in Zukunft mit Erfolg gestalten willst, und du hast schon ein paar richtig gute Sachen rausgebracht, YouTube lässt grüßen, ja? Aber ich glaube, dass das auf Dauer vielleicht nur dann funktionieren kann, wenn du vielleicht auch ein Label hast. Label ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Heutzutage aber auch leider sehr schwierig, weil es gibt viele gute Künstler, die im Untergrund, sage ich mal, aktiv sind. Und es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Also das ist halt auch so eine Sache. Viele, die pushen sich durch irgendwelche Sachen einfach in die Szene hinauf und die verdrehen sich und die verstellen sich und ich finde, man sollte immer straight dabei bleiben und seine eigene Meinung vertreten, das ist halt relativ wichtig und ich würde mich auch für kein Geld der Welt irgendwie verstellen, nur um Erfolg zu erzielen. Gut, aber das Thema Geld ist ein Thema, denn das Ganze ist ausgestattet mit einer gehörigen Portion Idealismus, du kannst was, ja, davon haben wir uns überzeugt. Wir wissen, dass das Ganze aber nicht mit Luft und Liebe zu finanzieren ist. Ja? Und schon gar nicht, wenn man es professionell betreiben muss. Und wie groß ist die Gefahr, dass man sich vielleicht unterwirft, einem Management etc. pp., dass dann am Ende, ja, ich sag mal... Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch eine ziemlich schwere Frage, die man jetzt so vielleicht nicht auf Anhieb beantworten kann, weil wenn jetzt irgendein Manager vor mir stehen würde mit so einem 50.000-Euro-Deal und... ja, hier komm, hier hast du 50.000 Euro und du bist ab jetzt sofort quasi mein Eigentum sozusagen.
ich weiß nicht, wie sehr man sich dann von dem Geld beeindrucken lassen würde oder wie man das dann handhaben würde. Das ist ja wieder so situationsabhängig, aber das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Ja, aber dann müsste man doch vielleicht auch mal überlegen, ob so Formate wie DSDS oder Deutschland sucht sowieso oder hast du nicht, Popstar, nicht vielleicht eine Möglichkeit wären. Wie ist deine Meinung dazu? Ich halte persönlich von diesen Casting-Shows überhaupt nichts. Also, weil, also man unterwirft sich da förmlich RTL oder wen auch immer, weil man ist da einfach nicht man selbst. Also immer so, was man nebenbei auch aus diesen Mainstream-Medien erfährt, ist für mich einfach nicht real. Und ich bin auch so ein Typ, der sagt, ich möchte das aus eigener Kraft schaffen und nicht irgendwie hier zum Casting nach Köln gehen, da antanzen, da ein bisschen mein Talent unter Beweis stellen und nur weil dann da 2-3 Personen mich irgendwie gut finden, mich dadurch hochziehen und der breiten Masse präsentieren. Ich glaube auch, dass wir jetzt eigentlich schon das gehört haben, was ich gerne hören wollte, dass du mich deinen Weg selber gehen willst, weil das ist auch das Interesse unserer Sendung. Die schon gecastet sind, ja, die haben schon einen Weg hinter sich, die brauchen uns nicht und wir können uns eventuell gegenseitig brauchen. Deine Musik, das ist jetzt nochmal meine Frage, geht ja bestimmten Motiven nach. Das heißt, ja, du setzt schon bewusst einen Akzent in der Musik. Sie ist erstmal deutsch, ne? Richtig, komplett deutsch. Komplett? Komplett deutsch und das liegt jetzt auch nicht daran, dass ich kein Englisch kann oder sowas, aber ich sag mal... Hat auch keiner gesagt. Nein, ich weiß ja nicht, was die anderen denken, aber wie gesagt, es ist auch ziemlich schwer als Deutscher, sag ich mal, amerikanische Musik zu machen, weil die Amerikaner haben halt noch einen gewissen Akzent und die können das, glaube ich, auch besser verpacken als ein Deutscher. Nee, man sollte authentisch bleiben in seiner Sprache, ich bin ganz dafür. Du hast in dem einen Titel, das wir auch gleich nochmal eingespielt sehen... Die Welt explodiert. Sicher. Da geht es ja um ein sehr, sehr kritisches Thema in unserer Gesellschaft. Ja, darum geht es halt einfach Alkohol, Drogen, Missbrauch kann man schon so sagen. Also das Ding ist halt, jeder Mensch hat mal seine Phasen, wo man sich nicht gerade gut fühlt, wo man einfach mal alles vergessen möchte und wo man einfach denkt, scheiß drauf, auch wenn die Welt jetzt explodiert. Und so ist halt dieser Titel auch entstanden und ich habe halt diesen Track auch geschrieben, um auch mal zu zeigen, dass man auch vielleicht auf diese Art und Weise das so kompensieren und verarbeiten kann und sich jetzt nicht... Ja, ja, auf jeden Fall. Und dass man halt auch durch Musik quasi den Stress bewältigen kann und einfach mal dieses Thema zum Ausdruck bringt. Das soll jetzt nicht irgendwie eine Motivation sein, hier, du hast jetzt Probleme, also kipp dir die Birne zu oder sowas. Das soll das einfach nur mathematisch darstellen, wie vielleicht manch einer mit der Situation umgehen würde. Ja, ist es eher der Blickwinkel des kritischen Beobachters und des Mahners oder eher desjenigen, der sagt, Mensch, macht nix, haut euch mal ruhig einmal im Jahr die Binden, also. Ja, das ist klar, auf jeden Fall. Nur, also der Track ist natürlich auch aus einer persönlichen Erfahrung entstanden, weil sonst könnte man sowas, glaube ich, auch nicht zu Papier bringen. Also man kann sich natürlich fiktiv da hineinversetzen, also wenn es einmal auf den Boden zieht. Aber also wie gesagt, das ist jetzt quasi auch so meine Altersrichtung. Also ist dafür bestimmt so, sage ich mal, weil gerade in diesem, sage ich mal, relativ jungen Alter, da ist man gerade so in dieser Selbstfindungsphase. Und wir dürfen an der Stelle ruhig verraten, der Marcel ist 19 Lenze jung, ja, auch wenn er schon anders aussieht, der älter aussieht. Aber du sagst gerade zu Recht, die Person deiner Altersklasse, die eventuell den Umgang mit Alkohol und oder Drogen vielleicht noch nicht so drauf haben und eher Gefahr laufen, vielleicht auch in eine Abhängigkeit zu rutschen. Und ich finde, das ist schon ein sehr hartes, ein sehr wichtiges Thema in dieser Gesellschaft. Und man sollte dann auch versuchen, es nicht zu bagatellisieren. Ja. Ja? Aber der Weg, es über die Musik zu transportieren und dann auch ruhig mal provokativ das zu thematisieren, ist ja pädagogisch der richtige Weg. Das wäre dann so dein Ding eher, dass du den Mahner da gibst oder eher so den, der sagt, oh, trink die ruhig, das macht Spaß. Also wie gesagt, das soll auf keinen Fall irgendwie eine Motivation sein von wegen, ey Kids, holt euch eine Flasche Wodka und klargestellt. Genau. Weiß ich nicht wohin. Auf keinen Fall, das soll einfach diese Problematik, wie gesagt, einfach mal so darstellen, dass es einfach mal krass rüberkommt und einfach mal die Wahrheit zeigen. Weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt da so rappen würde von wegen, ey yo Kids, trink kein Alkohol oder weiß ich nicht was, ne? Mhm. Sondern man muss das einfach mal so krass darstellen, man muss die Fakten auf den Tisch legen, so wie es ist, weil es bringt ja auch nichts, einfach alles schön zu reden. Auf keinen Fall.
ein weiteres Thema in einem weiteren Song von dir. Es ist ein, da geht es um Diskriminierung und Integration. Ja. Magst du da, wie heißt der Titel? Ja, das ist eigentlich quasi kein richtiges Lied. Das war einfach ein kleiner Beitrag von mir zu so einem Song-Contest. Der hieß Respekt. Und da ging es halt um Integration. Also jetzt hier für Deutschland, quasi, dass die Ausländer auch integriert werden und nicht als andere Rasse angesehen werden, weil, also für mich ist jeder Mensch gleich. Ich habe da immer eine neutrale Haltung, egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich. Und haben sich aber ja an dem Thema Diskriminierung, Ausgrenzung, Andersdenkender, Anderslebender ja schon ganz, ganz viele andere Künstler, ja. Stars, auch Politiker abgearbeitet. Mhm. Was genau ist dein Akzent? Wo meinst du, dir da mit dieser Botschaft Gehör zu verschaffen? Außer mit der Musik. Ist da noch was dabei? Ich finde einfach, warum ich das jetzt auch so durch diese Musik fabriziere, ist einfach, dass es, also Musik ist für mich ein Sprachraum, um die Jugend auch zu erreichen, die sich vielleicht noch nicht mit diesem Thema befasst haben. Klar wird das in der Schule durchgesprochen von Pädagogen, aber ich denke mal, dieser Weg ist auf jeden Fall interessanter, als wenn mir da jetzt irgendein Lehrer was vor... Wie wäre das denn mal, dass ihr oder du alleine, manchmal ja auch im Duo mit CEO oder so, zusammen mal in die Schule geht und einfach mal Unterrichtsgestaltung macht? Ja. Den Unterrichtsrap. Also hätte ich jetzt auf jeden Fall kein Problem mit, also so auch mit Jugendarbeit und sowas. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Stell dir vor, ich bin jetzt der Lehrer und da hinten da sitzen die Schüler und du musst jetzt einen Satz rappen. Einen Satz rappen? Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Okay, ich sehe das alles etwas positiv, alles etwas anders. Wir sind alle Teil des Landes und jeder kann was. Siehst du? Das ist, ja, das ist super. Das wollten wir hören, weil alles andere lassen wir hier auch nicht raus. Ne? Die anderen bringen sonst immer richtig eine Band mit, bis ja. Heute alleine. Aber wir, die Ein-Mann-Band, genau. Du hast eine gemeinsame Vergangenheit, kann man sagen, eine jüngere Vergangenheit mit Luxuslärm. Ja, genau. Luxuslärm ist eine Rockband, die im Moment in den deutschen Charts richtig durchstartet, auf jeden Fall. Ja, ich habe da Beziehungen zu, auch durch SEO, durch einen guten Freund von mir sind wir da rangekommen. Also Luxuslärm kommen ja ursprünglich aus Iserlohn, die haben da ja auch eine eigene Musikschule und SEO wohnt auch in Iserlohn. Ich komme aus Soest, das ist alles relativ nah beisammen. Und wie es der Zufall so wollte, haben uns Luxuslärm gefragt, ob wir mit denen auf Tour gehen möchten für 2-3 Gigs. Und wie gesagt, die haben ein neues Album rausgebracht und da ist auch Culture Candela mit drauf. Und wir hatten die Ehre, Culture Candela vertreten zu dürfen, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht vor Ort sein konnten. Und ja, dann haben wir live da mit Luxuslärm auf jeden Fall richtig schön Show gemacht. Show, ist das überhaupt auch dein Ding, also auf Tour zu gehen? Oder würdest du dich auf Studioproduktion und Videos allein beschränken wollen? Im Moment ist es sowieso diese Phase, ich möchte auf jeden Fall mehr live machen. Ich möchte einfach auch noch mehr Bühnenerfahrungen sammeln, weil es macht einfach ungeheuer viel Spaß, vor den Menschen zu stehen, den Menschen was zu geben und einfach mit denen zusammen zu feiern. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt nichts Schöneres für einen Künstler, wenn die Leute hinterher zu dir kommen und sagen, ey, das war richtig cool, was du gemacht hast. Wir hatten richtig Spaß heute Abend und da geht das Herz einfach auf. Ich höre so ganz klein bisschen raus, dass der Wunsch oder auch das eventuelle Ziel, doch mal kommerziell damit auch erfolgreicher zu sein, schon nicht ganz abwegig ist, aber der Menschheit und unseren Zuschauern sei gesagt abschließend, der junge Mann hat auch noch was Richtiges gelernt oder lernt noch was Richtiges, nämlich Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Und ich denke mal, das sollte man parallel ruhig zu Ende machen. Und wenn du dann mit diesem Projekt Serious M weiter Geld verdienst und erfolgreich bist und im Gespräch bist, dann werden auch wir wieder sprechen. Und darauf freue ich mich. Für heute erstmal danke, Marcel. Danke. Gute Heimreise und viel Erfolg. Ja, danke sehr. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe mit einem neuen interessanten Thema und einem neuen interessanten Gesprächspartner wieder. Das war Joachim Mirkes für Sie von der Sternschnuppe Rego TV.